Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Polymer oder das Polymer Device, was so ein bisschen ein Hybrid zwischen Grid und Instrument Device ist oder Synthesizer. Und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt an. Legen wir doch einfach mal los. So, da ist das gute Stück. Ja, gehen wir doch einfach mal von vorne los. Und zwar, hier ist wieder der Ein-Ausschalter, wie bei jedem anderen Device auch. Dann gibt es hier den Preset-Knopf oder Preset-Ordner. Da gibt es auch eine ganze Menge Presets, die man hier ausprobieren kann. Dann der Name des Devices. Dann gibt es hier ein Expanded View. Und wenn ich das anklicke, dann sieht man schon, wo das Ganze hinführt, nämlich in das Grid. Aber machen wir das erst noch mal zu an der Stelle. Dann gibt es hier wieder die Remote Controls, die Modulatoren, bei denen standardmäßig schon mal was drin ist, wie zum Beispiel das Modwheel, womit man hier den Pitch, also einen Vibrato spielen kann, wenn ich das hier so spiele. So, und dann noch ein paar Expressions. Aber machen wir an der Stelle jetzt einfach mal die Modulatoren zu. Und zwar fängt das jetzt hier mit einer Sektion, und zwar der Oszillatoren-Sektion an. Und vielleicht sollte man am Anfang auch nochmal, vielleicht mache ich am Anfang erstmal so einen kleinen Überblick über das Ganze. Das heißt, hier habe ich eine Oszillatoren-Sektion, wo ich auch verschiedene Oszillatoren auswählen kann. Die erkläre ich jetzt gleich. Dann gibt es hier unten eine Sub-Sektion mit einem Sub-Bass, den ich hier in verschiedenen Oktaven hier anspielen kann, mit verschiedenen Wellenformen. Und was ich hier jetzt zeigen möchte, ist einfach den Signalfluss des Tons bzw. der Mischung. Das ist nicht ganz unwichtig. Und zwar, wenn ich hier spiele, ich mache mal hier alles auf 0, höre ich hier den Ton. Und der Ton fließt von der Regelung hier in den Sub. Wenn ich hier den Sub hochdrehe, ich mache den hier mal, dass man den besser hört, dann ist der Sub wie so ein Dry-Wet-Schalter, der entweder zum Schluss nur noch ganz alleine da ist oder Ton und Sub mir hier anzeigen lassen oder mich hier hören lassen kann. So, und danach geht der Signalfluss hier in den Noise rein, ein Noise-Generator. Wenn ich den hochdrehe, verschwindet Sub und der Ton. Egal wie stark ich das jetzt hier aufdrehe. Das ist der Signalfluss und die Dry-Wet-Schaltung von diesen drei Soundgeneratoren. Das sollte man am Anfang wissen. Die spielen später nochmal eine Rolle. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den verschiedenen Oszillatoren. Und zwar hier gibt es den Pulsoszillator und der Puls ist ein ganz normaler Pulse-Width, steht auch immer schön hier unten, auch wenn jetzt, da steht jetzt nur Swap. Aber wenn ich das hier aufmache, steht hier ein Pulsoszillator und hier kann ich den Puls hin und her schieben, Pulsweite, und ich kann den hier noch mit diesem Sync-Operator verändern. So, und dann habe ich hier noch einen Knopf, den kann ich hier anklicken, sodass mir bei jedem angeschlagenen Ton fangen sämtliche Oszillatoren und Phasen immer wieder genau gleich an. Wenn ich den nicht anhabe, dann läuft alles so quasi, wie es einfach gerade läuft. So, jetzt bei dem Pulsweiten habe ich hier noch so eine Phasenmodulation, den kann ich auch noch mal hier hochschieben. Und das heißt, mit den drei Reglern, beziehungsweise den vier, kann ich ja schon eine ganze Menge hier mit dem Sound machen. So, und darunter habe ich dann noch das Key Tracking, das heißt, wenn ich hier verschiedene Tasten drücke, dann höre ich auch die Tonhöhenunterschiede. Und wenn ich das ausmache, dann kann ich, egal welche Taste ich drücke, höre ich immer denselben Ton. Dann habe ich hier, was sich hier Numerator und Denumerator nennt, oder Nominator, Entschuldigung, Numerator und Denominator.
Damit kann ich einfach die verschiedenen Oktaven anwählen. Das heißt, ich kann eine Oktave 2 zu 1 spielen, dann ist sie einfach höher. Oder ich kann sie 1 zu 2 oder 1 durch 2, können wir auch sagen, dann bin ich auch tiefer. Weiter rechts ist das Pitch Offset, das heißt, ich kann hier den Ton nochmal in Semitones und kleineren Semitones Abstufung machen, verändern. Doppelklick, komme ich hier wieder hin. Und hier habe ich einen Detune in Hertz. Der macht im ersten Moment ein bisschen was Ähnliches wie hier diese Semitones, allerdings halt in Hertz. Und mit dem Plus-Minus hier vorne dran kann ich den Ton rechts und links quasi gleichzeitig in der Tonhöhe in beide Richtungen verschieben. Das heißt, den einen schiebe ich nach unten, den anderen schiebe ich nach oben. Wenn man das jetzt mal so hört. Na, eigentlich wollte ich hier auf 0. Jetzt ist er links, ist er tiefer, rechts ist er höher. Und wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, ist er links höher und rechts tiefer. So, dann gibt es hier im Signalfluss zu dem Sub-Oscillator einen Sync. Und der Sync, der synchronisiert die Phase mit dem oberen Oszillator. Und bei dem Sub, den kann ich wie gesagt reindrehen. Ich kann hier auch noch die entsprechende andere Wellenform aussuchen. Einen Sinus, das ist ein halber Sinus. Also einen Rectified. Dann gibt es hier einen Triangel. Hier gibt es einen Puls in 50er und einen in 25er. Und hier unten kann ich dann die entsprechenden Oktaven anwählen. Das heißt, hier bleibe ich bei der gleichen Oktave. Hier gehe ich eine Oktave tiefer und hier zwei Oktaven tiefer. Und hier dann der neueste, den ich hier dazu oder komplett rüberschieben kann. So. Diese Einstellungen bleiben für jeden Oszillator hier unten gleich. Gehen wir zu dem nächsten Oszillator. Das ist ein Sägezahn. Mit dem Sägezahn habe ich hier wieder ähnliche Parameter. Das heißt, die hier unten bleiben ebenso gleich, wie ich sie gerade erklärt habe. Hier kann ich den Shape, also die Wellenform des Sägezahns verändern. Und hier kann ich wieder mit dem Sync-Parameter das Ganze verändern. Hier habe ich natürlich wieder meine Phase, die ich verändern kann. Und hier das Retrigger, also das erneute Starten der Phase bei jedem neuen Notendruck. So, und hier unten, wie gesagt, bleibt alles wieder gleich. Dann gibt es einen Sinus-Oszillator. Gehen wir ein bisschen tiefer hier. Und den kann ich genauso in der Wellenform verändern. Und hier diesmal nicht mit dem Sync-Operator, sondern mit einem Fold-Operator die Welle falten, quasi. So, und hier auch wieder Retrigger und wieder hier die Phase verändern. Dann gibt es einen Triangel gehabt, wie gesprungen, wieder das gleiche, nur diesmal mit einer Triangel, wieder so einen Skew, also wo ich den hin und her schieben kann und dann wieder so einen Fold. Und dann kommt ein Wavetable. So, und der Wavetable hat hier so ein paar zusätzliche Geschichten, nämlich, dass ich hier Waves reinladen kann. Hier sind die Standard-Waves drin, das heißt vom Sinus über Sägezahn, über Triangel, über, was haben wir denn da ganz hinten? Sehe ich jetzt gar nicht genau. So, und wenn ich hier auf dieses Wavetable draufklicke, dann kriege ich eine riesige Auswahl an verschiedenen Wavetables, die Bitwig mitbringt und kann ja auch noch so aus den Kategorien entsprechend mir das auswählen, wie es denn sonst noch klingen sollte. Können wir vielleicht mal so einnehmen. Ich habe ja dann immer auch noch die Vorschaufunktion. Ich wähle jetzt gerade die unspannendsten aus.
So, gehen wir aber mal weiter. Wavetable auswählen ist nochmal eine ganz andere Kiste. So, und jetzt habe ich hier einen Index und ich habe schon die ganze Zeit damit rumgespielt. Und mit dem Index kann ich hier durch die verschiedenen Wavetables einfach durchscannen oder auswählen, sage ich jetzt mal. Ich muss das hier ein bisschen lauter machen. Ich weiß nicht, warum das so mega leise ist. Dann hört man das auch besser. Immer noch sehr, sehr leise. Könnte natürlich auch am Sustain hier liegen. So, aber ich glaube, das ist jetzt gut. So, okay, hier kann ich durch den Index durchfahren. Und rechts neben dem Index-Rädchen ist nochmal ein kleiner Knopf. Und hier steht Disable Interpolation of Table Index. Das heißt, jede Wavetable hat quasi in der Table stehen, wie ich hier durchfahre durch diese Wavetable, durch die verschiedenen Wellenformen. Wenn ich das hier ausmache, ignoriert er das. Und ich wähle die Wellen immer ganz direkt an, ohne Übergänge, ohne Morphing. Das ermöglicht mir das Morphen von einer Welle zur nächsten. So, und jetzt habe ich hier oben drüber dann nochmal eine Phasedistribution von den verschiedenen Wellenformen. Das heißt, ich habe hier einmal eine Phasendistribution, die, das steht auch hier unten in der Statuszeile. Die verteilt mir das so ein bisschen zufällig, die Phase. Bei der nächsten Einstellung werden die Phasen der einzelnen Wellenformen behalten. Ich Und bei der dritten Version werden alle Harmonics, also harmonischen, auf dieselbe Phase gelegt. Das heißt, wird sich für eine Phase entschieden und die bleibt, egal welche Wellenform ich hier auswähle. So standardmäßig war, glaube ich, die hier ausgewählt, der einzelnen Wellenform. Dann gibt es darüber hier oben rechts im Ecke, in der Ecke noch eine Option und das hat mit den Unison Voices zu tun. Standardmäßig sind die aus. Aber ich kann bis zu 16 verschiedene Voices hinzufügen. Also 3, 5, 7, 16. Und mit Univoice sage ich nichts anderes, als dass ich quasi nicht nur eine Stimme spiele, sondern dreimal die gleiche. Und dreimal die gleiche, aber jetzt nicht unbedingt die gleiche Tonhöhe, sondern das sieht man hier schon an dem Regler detuned, also leicht verstimmt. Ich kann das natürlich auch hier runter drehen. Dann spiele ich 3x, 7x, 16x die gleiche Stimme. So, gehen wir einfach mal auf 16x extrem, dann hört man das besser. Also Spread verteilt das dann mehr im Stereofeld. So, und wenn ich jetzt die Tune hier reinnehme, kriege ich so eine Schwebung rein durch die vielen verschiedenen Stimmen. Ich sehe es auch ein bisschen hier an dem Lautstärkemeter, wie die so gegeneinander arbeiten. Auch im Stereofeld. So, hier unten habe ich noch einen Knopf, der auch die Phasen der Unison-Stimmen so ein bisschen verteilt, sodass ich noch so ein bisschen mehr Schwebung reinbekomme. Und hier oben habe ich dann noch drei verschiedene Algorithmen, wie diese Unison-Stimmen verteilt werden. Fokus bedeutet nichts anderes, steht auch unten in der Beschreibung drin, dass der eigentliche Hauptton, der bleibt in der Mitte und die ganzen verstimmten anderen Töne oder Stimmen gehen nach rechts oder nach links ins Stereofeld. Bei Fade wird das alles schön verteilt. Vielleicht nehmen wir mal einen Akkord.
Und bei Complex steht hier unten, dass die Unison Voices so ein ganz eigenes Muster bekommen. So kann man dann je nach Sound, kann man sich dann nochmal so eine ganz eigene Färbung des Soundes quasi aussuchen. Wenn ich es jetzt beschreiben müsste, würde ich einfach sagen, hier bei Fade hat man so ein unruhiges, Wackeln des Soundes im Hintergrund. Bei Focus ist das Ganze so ein bisschen ruhiger. Und bei Complex kommt nochmal so ein, im Hintergrund so eine Tiefe rein. So, gehen wir einfach wieder zurück, indem dass wir hier oben rechts wieder draufklicken. So, nach dem Wavetable gibt es noch einen Phasen-Oszillator, der Phase 1, passend zum Phase 4. Da habe ich ja auch noch ein Tutorial gemacht. Und da habe ich dann hier die unterschiedlichen Algorithmen. Also hier einmal einen Sägezahn, dann gibt es hier eine Pulsweitenmodulation, eine halbe Sinuswelle, hier gibt es eine doppelte Sinuswelle und hier eine normale Sinuswelle. Mit dem Shape kann ich das dann je nach Algorithmus wieder verändern. Und die Phasenmodulation hier kann ich ja mit einem Feedback-Regler auch wieder verändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Ton, den ich hier erzeuge, gleich nochmal in sich selber reinleite, bekomme ich einfach einen interessanteren, einen reicheren Sound. So. Das ist der Phasenmodulationsoszillator, langes Wort. Und dann gibt es noch den Swarm-Oszillator. Und der Swarm-Oszillator ist so ein bisschen vielleicht so ein bisschen eine Unison-Geschichte. Das heißt, ich habe hier einen Sägezahn und eine Sinuswelle am Start. Und hier kann ich den Spread einstellen. Das heißt, wie weit die Stimmen auseinander sind im Stereofeld. Und ich habe hier dann noch einen Skirt. Und der Skirt zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich mache den jetzt mal hier auf normal. Das ist mein normaler Spread. Wenn ich den jetzt runterziehe, merkt man, wie er dann so in die Mitte reinrutscht. Und wenn ich den höher drehe, rutscht er ins Stereofeld raus. Und mit dem Skirt hört ihr das wieder so, wenn ich den nach außen drehe, dass der langsam anfängt so zu wackeln? Das heißt, da bringe ich nochmal zusätzliche Schwebung rein. Und das gleiche oder was ähnliches gibt es eben noch mit dem Sinusoszillator. Kann ganz normalen oder fast einen normalen Sinus hier spielen. Der Skirt macht hier nichts, solange hier kein Spread da ist.
den kann ich dann nochmal hier beeinflussen. Kann natürlich auch hier mit der Phase noch ein bisschen rumspielen. Man kann ihn da so zum Wabern oder Zittern bringen. So, das sind die verschiedenen Oszillatoren von dem Polymer, die ich hier direkt auswählen kann. Plus eben dann den Sub und den Noise und wie gesagt mit dem Sync synchronisiere ich die Phase zwischen dem Sub und dem Oszillator hier oben. So, und dann geht es nämlich gleich weiter hier in die Filtersektion und standardmäßig ist hier dieser Low Pass SK ausgewählt. Und ich habe hier noch weitere Optionen oder andere Filter, die ich auswählen kann. Eins ist dieser Low-Pass LD, das ist von dem Letter-Filter. Steht auch nochmal hier hinten dran. Resonant Low-Pass Letter-Filter, da habe ich einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten hier. Beziehungsweise ein paar andere Slopes, 6, 12, 18, 24 Flankensteilheit für den Filter. Inklusive dann hier auch nochmal die Betonung auf die symmetrischen Harmonics und Obertöne und die asymmetrischen Obertöne. Dann habe ich hier auf der Seite nochmal einen Drive. Also ich kann hier das Ganze nochmal verstärken oder abschwächen. Dann kann ich den Filter abhängig von der gedrückten Taste hier nochmal entweder mehr beeinflussen oder weniger. Wenn ich das ganz runterdrehe, dann bleibt der Filter so, wie ich den hier eingestellt habe. Wenn ich den auf 100 oder noch weiter höher drehe, dann reagiert der Filter abhängig davon, welche Tonhöhe ich gerade anschlage. Das heißt, ich kann hier auch nochmal die Filtereinstellung des Filters durch die Tonhöhe regeln. Hier unten habe ich dann nochmal die Cutoff-Modulation hier unten von dem Filter-Envelope, da komme ich gleich aber nochmal dazu. Gehen wir jetzt erstmal weiter mit den verschiedenen Filtern hier. So, hier ist nochmal die schöne Abkürzung SVF, Highly Resonant Multimode Filter, der hier. Und hier kann ich eben einen Low-Pass-Filter oder einen High-Cut, einen Bandpassfilter und einen High-Pass- oder Low-Cut-Filter auswählen. Und eben hier mit dem Filter und dem Resonant dann entsprechend konfigurieren. Dann gibt es noch einen XP, hier der hier. Friend of Letter Device mit 15 verschiedenen Filterkonfigurationen. Das kennen wir schon aus dem Letter-Filter, da hatte ich ja auch nochmal ein Video dazu gemacht. Und hier kann man alles Mögliche, alle Filterarten aus dem Letter-Filter dann auch nochmal auswählen. Und zum Schluss gibt es dann noch einen Comp-Filter, der ja eigentlich nicht unbedingt ein Filter ist, sondern mehr einen Delay. Aber hier kann ich dann eben auch entsprechend die Herzzahlen auswählen und die Millisekunden nochmal auswählen, im positiven wie im negativen Bereich, wo ich dann den Filter hier so, das wäre die Filtersektion mit einem Comp-Filter. So, standardmäßig ist der ja hier auf Low-Pass SK. So, und dann haben wir hier unten eine Filter-Envelope-Kurve, Envelope-Generator. Und den kann ich jetzt für den Filter hier anwenden. Und hier oben dieser Cutoff-Modulation-Amount, dem sage ich, wie er im positiven Bereich diese Envelope nutzen soll oder eben auch im negativen Bereich. Das heißt, wenn der hier auf 0 steht, dann hat diese Einstellung erstmal keine Auswirkung. Und je nachdem, wenn ich das jetzt hier auf positiv stelle,
So, und dann kann ich hier mit dem Schalter hier unten drunter, kann ich noch bestimmen, ob diese beiden Parameter mit in diese in diesen Filter-Envelope-Generator mit einbezogen werden oder nicht. So, ich habe hier natürlich noch eine Modulationsmöglichkeit, das heißt, ich kann mit der Einstellung alle möglichen anderen Parameter hier noch beeinflussen, wenn ich das möchte, sodass ich den Filter mit einer anderen Eigenschaft und einem anderen Parameter aus dem jeweiligen Oszillator oder den anderen Parametern synchronisieren kann. Und hier oben auf der rechten Seite ist dann noch ein ADSR, also ein Amplitude-Envelope-Generator, womit ich die Tonlautstärke manipulieren kann. Das heißt, ein längerer Attack, kürzerer Attack, Attack Decay Sustain Release. Und hier oben habe ich dann auch nochmal ein Auswahlmenü, dann kann ich eben einen ganz normalen ADSR nehmen. Nur ein AD Attack Decay oder ich kann ein Attack Release nehmen oder ich kann einen besonderen Plug nehmen, wo ich so einen Plug Sound modulieren kann. Und apropos Modulation, den Parameter oder den Envelope-Generator kann ich auch nochmal benutzen, um eben alle möglichen anderen Parameter hier in diesem Device nochmal zu manipulieren. So, und darunter befindet sich dann nochmal ein High-Pass-Filter oder ein Low-Cut-Filter, wo ich die tiefen Töne hier gleich nochmal rausfiltern kann, wenn ich das möchte. Dann gibt es hier noch einen Global Pitch, womit ich die Tonhöhe für das gesamte Device nochmal ändern kann. Dann gibt es den Glide-Parameter, womit ich den Transpose von einer Note auf die nächste einstellen kann. Und natürlich den Legato-Knopf, womit ich sagen kann, wenn ich eine Taste gedrückt halte und dann die nächste Taste drücke, dann findet dieser Tonlauf statt. Mal ein bisschen länger hier und Legato auch einschalten. Also wenn ich Legato spiele, dann ist die Gleitfunktion in Kraft. Wenn ich nicht Legato spiele, dann findet dieses Gleiten auch nicht statt. Erst wenn ich wieder Legato spiele. So. Dann kommen wir hier wieder an NoteFX und FX-Container für den NoteFX, also alles, was MIDI-Noten ist. Und FX, alles, was ich mit Reverb und Delay und allen Audio-Effekten mit in das Device reinpacken kann, kann ich hier nochmal mit reintun und in meinem eigenen Preset abspeichern, wenn ich das möchte. Dann gibt es hier die Velocity, die ist standardmäßig hier auf 0. Das heißt, die Anschlaglautstärke meines Instrumentes kann ich nochmal extra einstellen. Hier ist nochmal das interne Gain. Deshalb war das Gerät auch vorhin so leise, weil ich wahrscheinlich da wieder dran rumgespielt habe vorher. Hier kann ich nochmal die insgesamte Lautstärke meines Instrumentes intern regeln. Dann hier das Panorama rechts, links. Und hier ist auch nochmal schön dargestellt, wie das hier ausgewählt ist, dass ich halt nur die linke Seite oder nur die rechte Seite höre. So, und hier ganz zum Schluss nochmal die Ausgangslautstärke mit Out. Und damit sind wir dann auch schon mit dem Device hier durch. Und das war jetzt quasi so ein Schnelldurchgang, aber ich hoffe, ich habe trotzdem alles Wichtige dazu erklärt. Das eine, was noch übrig ist, weil ich ganz am Anfang auch sagte, dass das ein im Prinzip schon ein Grid-Device ist. Und das hat man ja hier auch schon mal gesehen, wenn man hier auf die Expanded View geht, dass man hier sich das Grid anzeigen lassen kann. Wenn man das jetzt, wenn man dieses Instrument jetzt als Ausgangsbasis nehmen möchte, wenn man hier die Sachen hier wechselt, sieht man, wie das hier ausgewechselt wird. Wenn man das als Ausgangsbasis für einen Grid-Device nehmen möchte, gibt es hier mit einem Rechtsklick hier drauf die Möglichkeit Convert to Polygrid. Und wenn ich das jetzt klicke, dann habe ich hier einen Polygrid-Device, kann da reingehen. Ich mache das jetzt mal hier ganz groß und
kann jetzt hier die verschiedenen Sachen austauschen, wenn ich das möchte, oder was Neues noch hinzufügen. Wenn ich das umgewandelt habe, wenn ich das Device nicht umgewandelt habe, kann ich hier nicht bearbeiten, sondern nur konfigurieren und mir das Ding einfach ansehen. Aber sobald ich es umgewandelt habe, habe ich hier ganz normal das Grid formieren und kann einfach Kabel miteinander verbinden und irgendwelche Dinge machen. So, zurück kann ich es leider nicht mehr umwandeln. Ich kann es jetzt höchstens noch zu einem FX-Grid umwandeln. Aber wenn ich das Original-Device wieder haben will, dann muss ich mir das wieder hier ganz normal, muss ich das hier löschen und mir das hier wieder ganz normal hier reinziehen. Polymer, und dann habe ich wieder mein Polymer-Device. So, das war es jetzt aber nun wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen Überblick über das Polymer-Device bekommen. Und mit den vielen Oszillatoren kann man eine ganze Menge machen. Und wenn man hier natürlich auch nochmal hier mit dem Voice-Stacking arbeitet, da weise ich irgendwie viel zu wenig drauf hin. Es gibt ja das Voice-Stacking generell für die ganzen Devices und dann auch noch das entsprechende Voice-Stacking, der Voice-Stacking-Modulator. Wenn man das auch noch mit benutzt, dann versteht man auch, warum es so viele Presets für den Polymer gibt. Und ja, jetzt aber nun wirklich, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Tutorial wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Ciao, ciao.